Hallo Internet und herzlich willkommen zu meiner kleinen wöchentlichen Sendung. Wir sind immer noch bei dem Nintendo 64. Der wird einfach nicht alt, ich sag's euch, der wird nicht alt. Und kommen wir zu meinem nächsten Spiel, was mich hier durchaus gefesselt hat. Und zwar war das Mission Impossible, ob ihr es glaubt oder nicht. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist das vielleicht sogar die beste Filmverspielung, die es gibt. Weil, also wirklich gut. Also, eigentlich ist das der komplette Film drin, plus noch extra Missionen nebenher. Ja, es ist ein sehr langsames Spiel, weil man aufpassen muss, dass man nicht entdeckt wird. Stealth ist es nicht wirklich, weil man läuft schon ziemlich offen rum, weil man, es gibt ja die Masken zum Verkleiden und so. Ja, also das Spiel kam 98 auch auf den Markt. 98 war das Ultra, ja. 97, 98, da hat es einfach nur geknallt auf dem Nintendo 64. Ja, dritte Person, alles mögliche, seht ihr gleich im Video. Und ja, es ist so ziemlich genau der Film mit extra Zeugs. Und ja, gibt's noch was zu sagen? Nein, das Spiel war verdammt schwer. Ich habe lange gebraucht, um es durchzuspielen. Weil die einzelnen Missionen wurden zwar gespeichert, aber die einzelnen Level dazwischen nicht. Das heißt, man muss das komplette Paket immer wieder schaffen, bevor es gespeichert wurde. Das war echt hart. Und man muss es echt oft probieren, bis man rausgefunden hat, was man wirklich tun muss, um nicht entdeckt zu werden und um das zu tun, was man tun muss. Deswegen, das war schon hart damals. Ich weiß nicht, ob es heute noch schwer ist, aber lass uns einfach mal reinschnuppern und dann sehen wir es ja. Also dann, lasst uns zusammen an die gute alte Zeit erinnern. Denn das ist Reminiscence Sunday. So, und dann wären wir im Spiel und ja, und sonst noch irgendwas. Rumble Pack, ich habe keine Ahnung, ob ein Rumble Pack drin ist. Oh, schön. Da kann man das nicht überspringen, doch. So, schauen wir an, neues Spiel. Possible, impossible. Lassen wir es einfach, sonst wird das nichts. Erste Mission. Schauen wir es uns an. Hallo! Was passiert? Guten Morgen, Mr. Phelps. Der internationale Waffenhändler Basil Prokosch wickelt Geschäfte über eine verlassene U-Boot-Basis in Lundquist ab. Laut unseren Informationen plant er, den Frieden in der Golfregion durch den Verkauf von 12 Mittelstreckenraketen an einen Kriegstreiber zu gefährden. Ihr Auftrag, Jim, falls Sie ihn annehmen, lautet: Zerstören Sie das U-Boot, das die Raketen transportiert. Wie immer gilt, sollten Sie oder ein Mitglied Ihres IMF-Teams gefangen oder getötet werden, wird der Minister jedes Wissen von Ihrem Einsatz abstreifen. Hui. Dieses Band wird sich innerhalb von 5 Sekunden viel Glück selbst zerstören. Immer dieses Selbstzerstörungsbänder. Jedes Mal. Operation Eiseskälte. Phelps, es müsste dir gelingen, am Kanal unbemerkt an Land zu gehen. Klatter wird den weiten Weg in die Basis herumnehmen und in die Nähe des Tunneleingangs zu dir stoßen. Dowie bereitet die Flucht vor, indem er das Motorboot zurück zum Treffpunkt fährt. Dein Hauptziel besteht darin, an das andere Ende des sehr langen und gut verteidigten Tunnels zu gelangen. Mit Hilfe deines Gesichtsimitators musst du die Identität eines möglichst hochrangigen Offiziers der Gegenseite annehmen. Vielleicht findest du jemanden, den du als Boten losschicken kannst und der dich und Klatter als blinden Passagier mitnimmt. Du wirst ihn brauchen, um die Operation erfolgreich abzuschließen. Ach ja, der Gesichtsimitator funktioniert bei dieser Extremkälte nicht im Freien. Oh! Team Ethan Hunt. Einer der zufälligsten Agenten im IMF, höchster Erfolgscode im Geheimdienst. Seine universellen Fähigkeiten machen ihn zur ersten Wahl der Mission. Jim Phelps, Leiter des IMF-Teams. Ja, ihr könnt es euch selbst durchlesen. John Clutter. Er sprengt wohl einiges. Andrew Doyle. Marineoberst, oi, oi, oi.
Jetzt haben wir hier ein Handy, ein Funkgerät, Datenbank, ja. Umgebungsscanner. .765er Pistole, lautlos und tödlich. Sehr schön. Und der Gesichtsimitator. Okay. Ich muss eine Identität wählen, Grund für Motorverbotengang finden und U-Boot-Hafen gelangen. Alles klar. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert. Weil ich habe es schon so lange nicht mehr gespielt. Ja, hier. Okay, ich habe einen Punkt festgestellt. Verstanden. Verstanden. Hopp. Na. Kann ich irgendwie... Ach, hier kann ich die Waffe wechseln. Ah, hier kann ich... Okay. Oh, man sieht das Gesicht von hinten. Cool. Okay, und hier schießt man. Okay, wenn ich wahrscheinlich die Waffe wechsle, dann ziele ich dann. Nee, ich ziele nicht. Wie ziehe ich denn die Waffe? Oh, so ziehe ich sie. Oh, nein, ja, jetzt habe ich geschossen. Okay. Okay. Und was mache ich? Die C-Knöpfe? Ah, hier kann ich mich ducken. Und die anderen C-Knöpfe machen gar nichts. Okay. Okay, so läuft das also. Ich muss dahin. Kann ich schleichen? Nein, ich kann nicht mal schleichen. Super, ich kann nicht schleichen. Ich kann... Strafen kann ich auch nicht. Was soll man das denn schaffen? Wie kann ich den jetzt töten? Du bist lustig. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Hey, was sind Sie? Herr Freddy, ich suche meinen Hund. Ein Hund? Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Ich rufe die Wachen. Nicht mit mir, ich töte dich. Was gibt es hier? Grund für Bodengang. Super. Hey Mann, ich sollte einen Gesichtsimitator benutzen. Der ich... Ach, hier kann ich um die Ecken gucken mit dem Steuerkreuz. Okay. Oh, das ist aber echt umständlich. Nein, nicht schießen. So, wie komme ich denn auf die anderen Dinger? Zum Gesichtsimitator und so ein Scheiß. Wie kann ich den denn benutzen? Auf den C-Knöpfen ist gar nichts. Sonst. Vielleicht muss ich ihn auch gar nicht... So, vielleicht muss ich einen höherrangigen Offizier wählen. Vielleicht geht das ja mit dem gar nicht. Okay, dann gucken wir mal, wo es noch lang geht. Drüben ist niemand. Aber... Ja? Ja, kein Problem. Ah, okay. Oh nein, ich glaube, das war's jetzt. Ich glaube, die wollen mich töten. Nein, die wollen mich töten. Ah, das wird zu nix, das wird zu nix. Okay. Aber das war echt nicht gut. Das... Da ist ein Punkt. Wo ist hier ein Punkt? Wo ist dieser Punkt? Na, ist immer noch die Hütte. Ich bin immer noch... Ich muss noch immer in der Hütte was tun. Muss ich denn diese Hütte tun? Oder ist die Hütte generell markiert? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ach! Jetzt kann ich es plötzlich tun. Ah. Okay, das bringt mir nur nichts, weil... Da habe ich die Identität gewechselt, aber...
Draußen funktioniert doch dieser Imitator nicht, oder? Hat das so geheißen? Vielleicht habe ich ja noch etwas Zeit. Okay, wo muss ich lang? Ich bin mir dem nicht ganz bewusst. Wahrscheinlich muss ich da rüberlaufen. Und mich beeilen. Ah, hier. Morgen, Sir. Ja? Guten Morgen. Das war's? Der rennt hier nur so rum. Super. Ich brauche irgendwo ein Auto und so. Ach, da hinten. Perfekt. Du da. Mit dem muss ich reden. Warte. Nein. Hier. Ja, genau. Zum U-Boot-Hafen. Los. Tu es, tu es. Alles klar. Uhuhu. Kann ich da rein? Ja, da kann ich nicht rein. Doch, jetzt kann ich rein. Ohohoho. Und ja, dann kommen wir auch schon. Wunderbar. Eieiei, mal gucken, wie es weitergeht. Das ist echt ein gutes Spiel. Man muss echt aufpassen, was man tut, dass man nicht irgendwas Falsches macht. Wenn du im U-Boot-Bereich, wenn du im Bereich des U-Boot-Hafens eintriffst, musst du besonders wachsam sein. Die Wachen wurden verstärkt, während die Raketen im U-Boot verladen werden. Du musst zwei Magnetminen finden, die irgendwo gelagert werden. Warum habe ich die nicht dabei? Einen davon geben, damit er in der U-Boot sabotieren kann. Sobald die Mine platziert ist, müsst ihr so schnell wie möglich verschwinden. Nachdem das U-Boot in die Luft geflogen ist, wird die ganze Basis einfach Jagd machen. Dowie wartet im Motorboot am Kai, um dich in Sicherheit zu bringen. Sei vorsichtig, Ethan. Ich möchte dich unversehrt wiedersehen. Es ist ein netter Typ. Magnetminen finden, Klatter in die Mine geben, mit Dowie entkommen. Klingt nicht so schwer. Klingt nicht so schwer. Meine Energie regeneriert sich nicht. Nun ja. Ich kümmere mich um die Minen. Du suchst einen sicheren Platz auf der anderen Seite, aber es ist schon. Ethan, deine Maske, sie zerfällt. Nein! Mist, das muss ich Gelder sein. Ich werde sie wohl ohne auskommen müssen. Ich werde dich begleiten, um die Decken zu geben. Nein, zu riskant. Ich gehe wie geplant alleine. Wir sehen uns später. Und jetzt muss ich zum roten Punkt. Welchen Punkt muss ich denn? Ah, hier sind so viele Gegner. Meine Frames sind so niedrig. Und ich kann in diese Kiste reingucken, obwohl sie zu ist. Wunderbar. Was ist das denn? Ah, wie hat er mich gesehen? Ah, die Bombe ist der rote Punkt. Ey, was soll das denn? Kann ich neu starten? Ich weiß es nicht. Ja. Ich renne einfach. Wie hätte ich das denn machen sollen? Der hat mich doch sofort gesehen. Ich renne einfach. Schau mal, was ist das denn für ein Gebäude? Zu undurchsichtig. Hier müssen irgendwo Minen sein. Da hinten sind Minen. Da sind sie. Das hätten wir. Okay, possible ist echt possible. Da kann man einfach durchrennen. Oh Gott, die Steuerung ist ja schrecklich. Ich habe gerade nur 12 Frames und ich weiß nicht wieso. Ja, der Nintendo 64, der war echt an der Grenze der Leistungsfähigkeit. Nein, lauf. Hat zwar nicht viel von Geheimagenten, aber was soll's. Machen wir trotzdem weiter. Gut, dass auch die Gegner nicht auf der Minimap angezeigt werden. Das ist irgendwie doof. Da hinten ist er. Ja, ich habe die Mine gefunden. Das ist sie. Reicht das? Ich habe eine Mine gegeben. Erledigt. Verdammt, das ist ein Modell. Ein fest eingestellten Zeitzünder. Da wird uns nicht genug Zeit zum Abhauen.
nicht wir müssen das riskieren. Leg los, ich werde versuchen, mit dir meine Lösung zu finden. Oh fuck. Muss reichen. Weiße Punkte im Scanner. Okay. Hab ihn. Yay. Schon unterwegs. Was ist denn diesmal? Ja, ich schaffe es. Die Frage ist, wie ich das schaffe. Ja, so. Das hätten wir. Jetzt muss ich nur noch irgendwie darüber kommen. Ja, hier nicht mehr. Ich hoffe einfach, die werden mich schon nicht sehen. Hoffe ich doch. Oh nein, da ist ein Auto. Nein, er überfällt mich. Eine Waffe fallen lassen ist doch mir egal. Ich muss nur entkommen. Ja, man kann auch von diesen Fahrzeugen überfahren werden. Das weiß ich noch. Das ist nicht so schön. Ist zum Beispiel nicht im Film drin, aber passt gut mit rein. Hoppala. Die nächste Mission ist die Botschaft. Die können wir auch noch machen. Das ist eine coole Mission. Die ist zum Beispiel im Film. Oh, Mr. Phelps will echt was trinken können. Ist doch sehr unauffällig auf so einem riesen Bildschirm mitten im Flugzeug. Guten Morgen, Mr. Phelps. Der frühere Offizier der Sektion X des KGB, Alexander Golizin, arbeitet nun in offiziellem Auftrag als selbstständiger Undercover-Agent. Er hat eine unserer besten Computerexpertinnen, die IMF-Agentin Candice Parker, entführt. Dabei ist ihm auch eine Hälfte der CIA-NOC-Liste in die Hände gefallen. Ein Verzeichnis aller Geheimagenten, die für uns in Osteuropa arbeiten. Diese Liste besteht aus zwei kodierten Teilen. Golizins Exemplar ist nutzlos, ohne die andere Hälfte, die im CIA-Hauptquartier in Langley gespeichert ist. Candice wird in der russischen Botschaft in Prag gefangen gehalten. Wahrscheinlich glaubt man, dass sie den Schlüssel zum Dechiffrieren der Liste kennt. Wir wissen auch, dass dort ein Hochleistungsrechner installiert ist, der wahrscheinlich eingesetzt wird, um den Code zu knacken. Unser Spezialagent Robert Barnes wurde mit dem Auftrag entsandt, Candice zu befreien und ihre Flucht Golizin in die Schuhe zu schieben, um diesen in Moskau zu diskreditieren. Hey. Seitdem haben wir jedoch nichts mehr von Barnes gehört. Wir vermuten, dass seine Tarnung aufgeflogen ist. Ihr Auftrag, Jim, falls Sie ihn annehmen, lautet, mischen Sie sich im Laufe des morgigen Abends unter die Gäste des Empfangs in der Botschaft. Sie müssen Candice finden, die Liste kopieren, den Computer zerstören und wie immer Candice und Barnes Sie oder einer noch lebt, Ihres IMF-Teams gefangen oder getötet werden, wird der Minister jedes Wissen von Ihrem Einsatz abstreiten. Dieses Band wird sich innerhalb von 5 Sekunden selbst zerstören. Welches annehmen? Wahrscheinlich schon. Phelps, wir haben auf der Gästeliste einen Empfang in der russischen Botschaft in Prag gesetzt, wo Candice Parker und Robert Barnes gefangen gehalten werden. Dort wirst du Kontakt aufnehmen und den Agenten Davis und Harmon, die bereits die Botschaft infiltriert haben und dich mit nützlichen Informationen und Ausrüstungsgegenständen versorgen werden. Denk daran, die Raucherzeuger in den Lüftungskanälen zu verstecken, um eure Flucht vorzubereiten. Du wirst die Identität des Attachés annehmen müssen, weil er Zugriff zu den geheimen Bereichen der Botschaft hat. Dieter Harmons raffiniert verfeinerten Cocktails dürften dir dabei gute Dienste leisten. Hey. Ethan, Jim, Sarah, Dieter, Jack, Robert Barnes und Candice Parker. Hui, viele Leute diesmal, viele Leute. Ich habe das Handy dabei, Raucherzeuger, ein Blasrohr. Winzipation in dem Getränk, genau, und ein Gesichtsimitator. Wunderbar. Gesichtsimitator finden, Notenblatt finden, Brechpulver finden. Wieso muss ich das alles finden? Ich dachte, ich habe das alles schon. Drink finden, Raucherzeuger platzieren, Attachés Identität annehmen und zum Sperrbereich gelangen. Alles klar. So muss ich alles finden, das ist doch langweilig.
Hui, und die Texturen hier freaken ab. Der Emulator mag das wohl nicht so. So, ich bin auf jeden Fall mal... Was? Okay. Verstanden. Mach ich das? Hab ich denn irgendwas? Ein Blasrohr habe ich. Und, was ist das da oben? Ich weiß es nicht. Na super. Wenn ich wüsste, wer das ist. Schön, nein. Oh, okay. Ah, so funktioniert das. Okay, jetzt habe ich einen Drink mit Brechpulver. Dann fragen wir mal den Klavierspieler. Okay, jetzt muss ich das Notenblatt noch finden. Deswegen muss ich das Notenblatt finden. Oh cool, die sprechen alle Russisch. Wo kann denn das Notenblatt sein? Ein Lüftungsgitter. Wunderbar. Dann machen wir mal. Oh no! Geh schnell. Oh no, was jetzt? Und nun? War's das wohl? Wenn ich jetzt Game Over, dann wäre es ein ziemlich langer Game Over-Bildschirm. Mein Gott, ist das. Das lang. Okay, dann nochmal. Aber ich will das überspringen, ja? Gut, danke. Man kann alles überspringen, das ist wunderbar. Roger. Man muss also die Gitter manipulieren, ohne gesehen zu werden. Roger. Ja, alles klar, erstmal wieder das Zeug hin. Schwupp, 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 gib mir das Zeugs. Schwupp, 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 schwupp. Ich muss irgendwie die Dinger da platzieren, ohne dass mich jemand sieht. Die Frage ist, wer kann mich sehen? Wie und wann? Ich geh mal da hin und guck mir. Hier müsste ich eigentlich momentan ungesehen sein. Ja. Gehen wir erstmal zu all den Dingern hier und reparieren die. Werde ich hier gesehen? Nein, da ist nur eine Tussi. Ich denke, das wird ihr egal sein. Jo, die Wachen sind die wichtigen wahrscheinlich. Ist das die Killerin vielleicht? Ich kann mit ihr nicht reden. Okay, da ist irgendwer. Ach, da ist das Notenblatt. Er sitzt drauf, oder? Super. Aber da ist zumindest das Notenblatt. Schwupp. So, ist hier der Typ da, der mich sehen könnte. Ah, da ist er. Aber jetzt dürfte er mich nicht sehen. Ja, es gibt's doch nicht. Oh, sobald er in Sichtweite ist, sieht er mich. Das ist nervig. Kann ich sehen? Aufgeben? Aufgaben? Nein. Ah. Zu lang. Oh, dieser Game Over-Bildschirm ist viel zu lang. Ah, doch, jetzt geht's.
Dann nochmal. Diesmal weiß ich, wie es geht. Es ist etwas Trial and Error, das Spiel. Hier kann man sich ja leider nicht so durchballern wie im letzten Teil, in der letzten Mission. Wenn da was schief geht, kann man einfach durchrennen. Hier muss man etwas aufpassen. Ja, erstmal das Zeug hier machen. Ich weiß ungefähr, wie es geht. Also weiß ich jetzt, dass die Wachen nicht mal in Sichtweite von mir sein dürfen. Nicht nur das. Nicht nur, wenn sie mich angucken, sondern generell, wenn sie in der Nähe sind. Zwei. Ja. Ich muss noch vier Gitter finden. Das soll ich gleich machen am besten. Hier ist nämlich. Schnell. Genau. Mit den Leuten reden. Hoppala. Oh Gott. Nein, ich bin kein Filmstar, das haben wir eben schon geklärt. Aber die Noten habe ich jetzt. Die Noten sollte ich aber auch erst benutzen, wenn ich soweit bin. Wo sind hier noch Gitter? Da ist ein Gitter. Okay, das ist die einzige Gitter. Muss ich wieder aufpassen. Hoppala. Dass er um die Kurve ist. Schwupp. Wunderbar. Was ist denn hier noch? Nein. Irgendwo muss noch was sein. Diese Tussi ist es, definitiv. Die läuft mir die ganze Zeit hinterher. Hä? Da ist er. Jetzt warten, bis er weg ist. Geht der ins Klo, oder? Nein, er kommt wieder vor. Oh, ich muss kurz warten. Ja, super. Na, hopp, 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 hau ab. Geh weg, geh weg, geh weg. Jawohl. Bart müsste auch noch ein Dingensbummen sein, aber ich muss irgendwie. Weg mit dir. What? What? Achso, gut. Und weg ist sie. Ist hier noch irgendwo ein Rauchmelder? Nein. Hab ich einen übersehen? Ich brauche noch einen Gesichtsimitator, sonst kann ich das nicht weitermachen. Irgendwo muss da noch ein Gitter sein. Ah, hier ist eine Fliege. Ich muss nochmal alles ablaufen. Nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Vielleicht hier? Nein. Da? Nein. Den habe ich. Hier im Gang noch? Nein. Egal, ich gucke mal meine Aufgaben an. Rotzweiger platzieren. Okay. Auf jeden Fall. Dumme Fliege. Noch einen Raucherzeuger muss ich platzieren, sonst wird das alles nichts. Wo kann ich denn hin tun? Wo ist denn hier noch ein Dingens? Hat doch die zwei hier schon. Ist hier noch ein dritter? Nein. Ja, ich brauche noch einen Raucherzeuger. Hoch komme ich nur, wenn ich der Attaché bin.
Ich weiß, wie ich ihn werden kann, aber ich brauche noch den Gesichtsimitator und... ein Fluchtgitter. Wo kann das denn sein? Das ist ja... Gehe ich nochmal auf die Toilette. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Gut. Dann eben nicht. Ah, das ist schrecklich. Eins. Zwei. Drei. Vielleicht ist oben noch einer. Das könnte es sein. Aber ich habe keinen Gesichtsimitator. Wo kann ich den denn finden? Hier ist er nicht. Nein, das habe ich doch wieder verbockt. Zur Hölle, wo ist der Gesichtsimitator? Ja, man schafft das jedes Mal etwas weiter. Okay, bleib dran. Jetzt mache ich es aber gleich in der richtigen Reihenfolge. Schwupp. Ich muss warten, bis er weg ist. Die folgt mir noch nicht. Die folgt mir wahrscheinlich erst, wenn ich ja drüben bin. Ist weg und klick, klack. Alles Russen. Ich habe keine Ahnung, was ihr labert. Kann ich gleich hier warten. Ah, jetzt guckt sich die Bilder an. Was soll das denn? Lauf weiter! Genau. Oder vielleicht muss auch nur weit genug weg sein, ich weiß es nicht. Aber hier sind keine Schächte mehr auf jeden Fall. Das ist seltsam. Ah, jetzt ist die Tussi da. Und hier. So, jetzt hole ich mir das andere Zeugs hier. In diesem präparierten Getränk. Da ist sie ja schon. Wunderbar. Ich kann nur mutmaßen, was ich jetzt tun muss. Dann muss ich die Killerin da wegkriegen. Ansonsten weiß ich jetzt nichts mehr. Ich hoffe, dass oben noch ein Gitter ist. Sonst bin ich ziemlich aufgeschmissen. Aber der Gesichtsimitator, der fehlt mir auch noch. Ist nicht so schön. Roger. Soll ich jetzt einen Blaswurf für die benutzen oder soll ich einfach
Bam, 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 bam machen. Ich will es nicht wagen. Nimm das Blasrohr. Da kommt sie ja schon. Warum schreit die so? Schwupp, schwupp, schwupp und weg ist sie. Aber ich habe hier noch ein paar Dinge auf dem Radar. Ein paar Punkte. Ich suche mal die Punkte ab und guck, was die mir sagen wollen. Oh, Leute, mit denen ich reden kann. Ah ja. Smith. Das war's? Das war's? Oh, es geht weiter. Aha. Das war's? Ah, die Tussi gehört zu mir. Da hab ich ihn doch. Wunderbar. Na gut. Jetzt muss ich noch. Nein, warte mal. Was ist das für ein Punkt da drüben? Jetzt habe ich auf jeden Fall alles, was ich brauche. Kann es weitergehen? Was ist das? Das ist der Klavierspieler wahrscheinlich. Oder ist hier nochmal ein Gitter? Nein, das muss der Klavierspieler sein. Jetzt kommt er. Oh yeah, in diesem Marsch kommt dieser Typ hier runter. Und mit dem will ich toasten. Hab. So. Sloboskaya. Ab geht's. Oh, der arme Mann. Jetzt wird ihm schlecht. Ich muss schreien, ich bin dem Herr. Was sind die anderen zwei Punkte, die ich da noch habe? Wer weiß das schon. Jedenfalls kann ich erstmal in Ruhe den Typ hier. Gesichts imitieren. Upp, und weg ist er. Macht das jetzt automatisch? Oh ja. Ja, 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 komm klar. Und schwupp. Ah, nein. Und nun bin ich dieser Typ hier. Attaché. Die Tür soll ich eventuell zumachen. Und noch mehr Raucherzeuger machen. Platzieren und dann kann ich. Kann ich erst danach zum Schwerbereich? Ich finde echt keine mehr. Keine Gitter. Zu lange her. Zu lange her. Aber ich mal noch mit dem Turnier. Gut. Ich mal nach oben und guck, was da los ist. Da bin ich hergekommen. Nein! Ah! Raucherzeuger! Nein! Ich wollte doch da gar nicht. Kann er. Ah, die können nicht mal fragen. Ja, jedenfalls so ist das Spiel. Man wird oft, sehr, sehr oft, scheitern. Und irgendwann, vielleicht, irgendwann schafft man es dann.
Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieses Mal einen kleinen Einblick in dieses Spiel. Es ist wunderbar. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir noch ein Like, kommentiert. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann eben nicht. Ja. Man sieht sich dann nächste Woche. Nein, warte, es kommt noch was. Und zwar habt ihr vielleicht etwas gehört in dieser Folge. Ein wunderbares Hallo zwischendurch von meiner Freundin Ayaka Nightcore. Und da gibt es ein kleines Gewinnspiel sozusagen. Und zwar, wenn ihr richtig gezählt habt, wie oft sie Hallo gesagt hat, macht sie euch 3 Nightcore-Lieder eurer Wahl. Also kommentiert die Anzahl mit am besten euren 3 Liedern, die ihr möchtet, unter das Video mit Titel und Interpret. Und wenn das nächste Lied, wenn das nächste Video hochgeladen wird, dann werde ich auslosen, wer gewonnen hat und Bescheid geben. Also dann, tschüss, bis nächste Woche.